erzähl uns noch mal kurz, Billy, von der Friedensmeditation Salome, was es bedeutet, was diese Pyramide bedeutet und was wir damit auslösen. Die Friedensmeditation, die dient dazu, die Menschen darauf hinzuweisen, dass auf der Erde Frieden sein muss. Und je mehr Menschen in Bezug auf die Friedensmeditation mitmachen, so schwingt das aus auf die Mitmenschen und so eines Tages die ganze Menschheit ergreifen, um wirklich mitzuhelfen, Frieden zu schaffen. Und die Pyramide, die dabei benutzt wird, die ist eigentlich mehr symbolisch, jedoch birgt sie eine gewisse Kraft in sich, um diese Dinge, die in Bezug auf die Friedensmeditation getan werden, zu verstärken. Ist es nicht ein bisschen komisch zu sagen, man setzt sich da in einen Raum und sagt Salome oder was die Worte sind, was für Worte werden da gesagt und hilft es denn wirklich? Man tut ja eigentlich gar nichts, oder? Es ist nicht so, dass wenn die Friedensmeditation gemacht wird, dass das einfach sang- und klanglos in die Welt hinausgeht, denn zumindest einmal in jenen Menschen, die die Friedensmeditation betreiben, bewirkt das sehr viel. Sie formen damit ihre Gedanken und ihre Gefühle und so weiter und tragen das dann auch in die Welt hinaus. Es ist also nicht einfach etwas Sinnloses oder etwas, das keinen Nutzen hätte und so weiter, denn zumindest die Menschen, die die Friedensmeditation betreiben, und das sind weit über 3000 Menschen bereits auf der Welt, die das tun, die bewirken in sich selbst diese Kräfte, diese Energien, aus denen die Kräfte entstehen, um friedlicher zu sein in sich selbst und friedlicher zu sein gegenüber den Mitmenschen und das also langsam aber sicher immer mehr und mehr zu verbreiten. Du hast von über 42 Millionen verschiedenen menschlichen Rassen geredet. Wie kann man sich das vorstellen? Grundsätzlich wurden im gesamten Universum, so wie die Lehre des Nokodemion geht, die Lehre des Geistes geht, rund 42 Millionen verschiedene Menschenrassen geschaffen. Also entstanden aus den jeweiligen Planeten heraus, aus den jeweiligen Welten, auf denen diese Menschen ihr Leben gefunden haben. Und die haben sich inzwischen natürlich noch weiter vermehrt und sind neue Rassen daraus entstanden. Doch wie viele das sind, das ist mir unbekannt. Ich kenne nur die Zahl von etwas mehr als 42 Millionen Rassen, die grundsätzlich aus der Schöpfung heraus erstlich erschaffen wurden im gesamten Universum und in allen verschiedenen Raum-Zeit-Gefügen. You wanted to talk about cloning. Klonen und Cloning. Gibt es schon lange? Was ist dein Standpunkt dazu? In Bezug auf das Klonen möchte ich sagen, dass das sehr wohl eine Sache ist, die der Mensch nutzvoll anwenden kann, wenn er das Klonen dereinst beherrscht, jedoch nicht in der Weise, dass Menschen geklont werden können und das Ebenbild des anderen in jeder Beziehung sind, so also auch im Bewusstsein und in der Persönlichkeit, das ist unmöglich. Denn jeder Klon hat auch eine eigene Geistform und einen eigenen Gesamtbewusstseinblock und demgemäß also eine völlig andere Persönlichkeit, ein völlig anderes Bewusstsein, ein völlig anderes Ego und ein völlig anderes, ein völlig anderes Wesen als derjenige Mensch, von dem Zellen genommen werden und aus dem dann Klone entstehen.
an und für sich ist das Klonen also in einer Art und Weise eine gute Angelegenheit. Und zwar in der Hinsicht, dass Bestandteile des Menschen, könnte man sagen, Organe des Menschen geklont werden können, um defekte Organe auswechseln zu können, weil sie die eigene Schwingung praktisch aufweisen, weil sie aus einer entsprechenden Zelle des betreffenden Menschen, der das Organ gebraucht oder braucht, hergestellt werden können. Es geht nicht darum, Menschen zu klonen in dem Sinn, dass also andere Menschen hergestellt werden, sondern es geht nur darum, Organe zu klonen, um dem Menschen behilflich sein zu können, um eventuell defekte Organe, kranke Organe, kaputte Organe auswechseln zu können. Im gleichen Zusammenhang steht natürlich auch die Genmanipulation, die Gentechnik und so weiter und so fort, bei der sehr viele Menschen dagegen sind, weil sie nicht verstehen, was die Gentechnik an und für sich eigentlich ist und was mit der alles erreicht werden kann in Bezug auf die Gesundheit und das Leben des Menschen und die Verlängerung des Menschen und so weiter und so fort. Wie aber auch hinsichtlich der Nahrungsmittel, die gentechnisch derart verändert werden können, dass sie für den Menschen nutzvoller werden und reichhaltiger werden und so weiter. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Saubirne, die zu früheren Zeiten auf der Erde genmäßig hergestellt wurde. Und das ist das, die Frucht, die man heute Avocado nennt. Die wurde damals hergestellt, um Schweine zu füttern, damit diese kräftig und fett werden. Es gibt ein Phänomen, von wo Menschen träumen, dass in ihrem Schlaf eine Gestalt über sie tritt und sie sich nicht bewegen können. Ein Auto. Eine ältere Frau. Hast du da schon gehört oder hast du was dazu zu sagen? Was die Menschen in ihren Träumen sehen, wenn sie selbst oder irgendwelche andere Gestalten über ihnen schweben oder wenn sie außer sich gehen und über sich schweben und so weiter und so fort. Das sind reine Vorstellungsbilder, die der Mensch produziert durch irgendwelche glaubensmäßige Abhängigkeiten und so weiter oder durch psychische, bewusstseinsmäßige Prozesse und so weiter, die aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Träume sind Träume und aus den Träumen heraus in dieser Beziehung gesehen, ist es unmöglich, den Körper zu verlassen, also dass die Geistform oder das Bewusstsein in dieser Art und Weise den Körper verlassen würde, denn dann wäre der Körper tot. Er wäre also gestorben und könnte nicht wiederbelebt werden, weil eine einmal entwichene Geistform aus dem Körper oder ein Bewusstsein nicht wieder in einen toten Körper zurückgeht. Okay. Ist das alles? Ja. Ja, nochmal eine Frage. Das Überwachen deine Gedanken, wie macht man das? Du redest davon, die Gedanken immer zu überwachen, jede Sekunde deines Lebens. In Bezug darauf, die eigenen Gedanken zu überwachen, bedeutet, dass man sich selbst kontrollieren muss, seinen gesamten Mentalblock kontrollieren muss, also das Bewusstsein, die Gedanken, die Gefühle und die Psyche. Man muss ständig à jour sein, man muss ständig gegenwärtig sein mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, mit dem eigenen Mentalblock, um immer zu wissen, was gegenwärtig ist, was die Wirklichkeit, was die
Realität ist und nicht irgendwelche Fantasien oder Illusionen und so weiter und so fort, sondern es muss immer alles so ausgerichtet sein, dass man die Wirklichkeit, die Realität erkennt, erfasst